Verehrter Bruder, nimm dich in Acht vor einem Augenblick, an dem selbst der Kafir zum Gläubigen wird. Nimm dich in Acht von einem Augenblick, wo der größte Kafir an Allah glauben wird. Das ist der Moment, wo deine Beine, deine Füße im Todeskampf verkrampft, subhanallah, und kämpfen und deine Seele entzogen wird. Nimm dich in Acht an dem Tag, wo deine Seele gezogen wird und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in dieser schlimmen Situation Beistand leisten und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Engel der Gnade und nicht die Engel der Strafe zu uns schicken. Und möge Allah uns festigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein Grab schenken von den Gärten des Paradieses. Allahumma amin. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala es nicht zu einem Grab machen, Grab einer Grube von den Höllenfeuergruben. Allahumma amin.